Hey Leute, heute befassen wir uns nach einiger Zeit mal wieder mit dem Deep Web und ich habe direkt eine echt interessante Seite gefunden, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich wurde bereits vor einigen Monaten darauf aufmerksam, zu dem Zeitpunkt gab es jedoch keinerlei Informationen und ich konnte nur privat mit ein paar Leuten herumrätseln, was uns jedoch nicht weit gebracht hatte. Mittlerweile gibt es jedoch einige Foreneinträge und auch eine Webseite, die zumindest ansatzweise versucht, die Komplexität der Webseite zu beschreiben. Es handelt sich hierbei um kein normales Rätsel, das zur Belustigung von den Erstellern gemacht wurde oder um Hacker zu rekrutieren, sondern man soll danach angeblich die Welt besser verstehen. Wie viel wirklich dahinter steckt, werden wir im Laufe des Videos noch klären. Der Name der Seite lautet How Will You Tell the World? Der Szenenamen lautet jedoch 432 Mystery. Aufgebaut ist die Seite mit verschiedenen Audios und meist geometrischen Figuren. Diese sollen laut einer Analyse in zwei Lehren unterteilbar sein. Jede Lehre besteht aus mehreren Unterpunkten, die alle in Form von einer Audiospur oder wie bereits erwähnt durch Grafiken erklärt werden. Vor diesen zwei Lehren gibt es jedoch sowas wie eine Basiserklärung, die in die verschiedenen Lehren einführen soll. Also quasi für das Grundverständnis. Das erste Bild trägt den Namen The Cycle, also der Kreislauf. Beschrieben werden die verschiedenen Klimazonen, die sich im Laufe der Zeit änderten. Alles hat angefangen mit einem leeren Kreis, wo weder Wasser noch Eis den ganzen Globus verdeckten. Der zweite Kreis soll Wasser symbolisieren. Der dritte Kreis zeigt dann die Erderwärmung und das Wasser, das über die komplette Erde geschwemmt wird. Danach fängt das Wasser an, sich zusammenzuziehen, bis es im fünften Kreis gefriert und die Eiszeit repräsentiert. Danach sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, der im selben Zeitpunkt auch der heutige Stand ist. Der sechste Kreis zeigt, dass eine Erderwärmung bevorsteht und das Wasser wieder anfängt zu steigen. Hier sieht man also ganz klar die Kritik an der Erderwärmung, die nach den meisten Theorien den Menschen zuzuschreiben ist. Ironischerweise hatte ich mich erst letztens genauer mit dem Thema befasst. Wusstet ihr, dass wenn der Vesuv ausbricht und 5 Tage lang Feuer spuckt, genauso viele Schadstoffe ausgeschüttet werden wie nach 180 Jahren Menschheit? Oder dass die Biomasse der Ameisen das 7-fache der Menschen beträgt und selbst diese mehr Schadstoffe ausschütten könnten als wir? Klare Kritik von der Webseite an dem Irrglaube, dass die Menschheit einzig und alleine an der Erderwärmung schuld sei. Dass Umweltschutz und Mülltrennung trotzdem immens wichtig ist, versteht sich, denke ich, von selbst. Kommen wir zu dem zweiten Bild mit dem Titel Where We Are, also wo wir sind. Ich finde zwar den Titel Wer wir sind passender, da durch die Grafik der Ablauf bei der Entwicklung eines Embryos erklärt wird, aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube, so weltbewegend ist diese Aussage jetzt nicht, weswegen wir mal mit dem nächsten Bild weitermachen können. Diese Grafik heißt The Source of Power, also die Quelle der Kraft. Es gibt sehr viele Theorien zu dieser Abbildung, da die Frequenz 432 Hertz als Gottesnote bezeichnet wird. Hier auch nochmal der Bezug zu dem Titel der ganzen Seite, 432 Mystery. Schlagkräftige Beweise für diese Annahme gibt es nicht, lediglich Gerüchte behaupten, die Frequenz könnte die DNA heilen. Ich habe etwas nachgeforscht und eine andere Theorie sagt, dass dies der natürliche Kammerton sei, bei dem Mensch, Natur und Kosmos im Einklang schwingen. Ich lese euch zu dem Thema mal einen kleinen Abschnitt vor, der es besser erklärt, als ich es je könnte. Den Link zu dem Artikel findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der Schweizer Wissenschaftler und Sachbuchautor Hans Cousteau wurde durch die Berechnung der harmonikalen Kammertöne bekannt, die er von astronomischen Begebenheiten abgeleitet hat. Mittels Oktavgesetz transponierte er Planetenumlaufbahnen in hörbare Töne. Und so schwingt die Erde in ihrem Jahreston in der 32. Oktave auf Cis bei 136 Hertz. Der Jahreston der Erde ergibt sich aus der Schwingung, die die Zeit eines Jahres, also die Dauer einer kompletten Reise der Erde um die Sonne, in Anspruch nimmt. Dieser Jahreston ist das OM, die Urschwingung, der immerwährende Ton, wie die Inder sagen. Dieses Cis bei 136 Hertz entspricht in Indien dem natürlichen Kammerton, auf den die Grundstimmung der Sitar und das heilige OM intoniert wird.
Folgt man nun diesem Grundton in seiner natürlichen Tonfolge nach oben, gelangt man zum A1 432 Hertz. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Inder intuitiv und meditativ haargenau zum gleichen Ton gelangt wie unser einer rechnerisch. Das zeigt, dass unser Geist und unsere Empfindungen ursprünglich im Einklang mit physikalischen und harmonikalen Gesetzmäßigkeiten sind. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich aus der Frequenz des natürlichen Kammertons auch die natürlichen Schwingungszahlen der Stimmbänder beim Singen und die der Lippen beim Blasen und Pfeifen ableiten lassen, sowie alle Eigentöne mittönender Resonanzkörper im menschlichen Körper und selbst die kleinen Intervalle des Vogelgesangs. Auch schwingt das kortische Organ im Innenohr in Harmonie mit dem natürlichen Kammerton. Ist der Mensch nun der heute geläufigen und allgegenwärtigen Schwingungen und Musik auf 440 Hertz Basis ausgesetzt, so entsteht dadurch Stress und Anspannung, weil sich das Ohr und das Gehirn sozusagen die Töne zurechtbiegen und zurechthören müssen, um somit diese künstlichen Töne in das natürlich angelegte Resonanzsystem des Menschen anzugleichen und zu integrieren. So ist Musik in 432 Hertz Wohltat und Entspannung für den Menschen. So, ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Vielleicht muss man es sich auch 2 bis 3 Mal durchlesen bzw. anhören, bis man es verstanden hat. Aber so, in den Grundzügen macht es doch irgendwie Sinn. So, alles klar, das waren schon mal die ersten 3 Grafiken aus der Vorlehre, um etwas in das Denken hereinzukommen und euch den Einstieg zu präsentieren. Ich habe mir bereits andere Grafiken angeschaut und es gibt Theorien, wie die Unsterblichkeit erreicht werden kann oder wie die Welt in der Zukunft aussehen wird. Es sind wirklich sehr viele Verschwörungstheorien dabei, das war es ja immer, was sich die meisten von euch gewünscht haben. Ansonsten war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von dem Rätsel wollt, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung und oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.